Und meine Hotkeys, die tun aus irgendeinem Grund nicht wirklich. Aber wir finden es dann schon im Verlauf des Abends raus. So, es hat ein Remake gegeben. Einer von den Teams hat nicht mehr können, einer von den Spielern hätte können connecten und deshalb haben wir das nochmal neu gemacht. Aber jetzt sollte es wieder gehen. Ja, Matti, bist du noch da? Höre ich leider nicht. Muss in Game sein, damit ich dich höre. So, jetzt haben wir einen neuen Start. So. Jo. Prepare for battle. So. Ja, mal schauen. Also, ich... Und zuerst mal das Team Dire vorstellen. Das wäre der Mavi auf dem Task und Celery auf dem AA, Charlie auf dem Windranger, McGraw auf dem Spec und Disruptor ist der Tip. Und wir sehen gerade, dass sie gesmoked sind. Das können wir jetzt anderen Team auch noch vorstellen. Sie bewegen sich. Warte, vielleicht geht's ab. Ach, ein Tod denn. Oh, oh. Ja. So, niemand verwünscht. Die Mine hat der Ace ohne seine Rune. Okay, sonst kannst du die anderen Teams noch vorstellen. Oder das andere Team, meine ich. Easy. Achme, I miss you, spielt der Winter Wyvern, Charlie, Twin Ranger. Wo sind die anderen? Lala natürlich, der Dazzle. Dead People Don't Talk, TA und Schokolade, Kollege Slardar. Und einen hast du noch vergessen, der Ace, der spielt Queen of Pain. Top Rune gehört der Wind Ranger und Bottom Rune der Quap. Die bewegt sich richtig Safe Lane. Ja, ich muss glaube ich nachher Ding anpassen. Ah, aber wie es ausgeht, gibt es Tree Lane Top und Queen of Pain bleibt alleine ohne der Safe Lane. Auf der DB-Seite. Ich habe kein grosses Problem für die Queen of Pain, sie Safe Lanes dominieren. Task ich glaube es auch. Task wird es ziemlich schwer haben gegen Queen of Pain. Wir sehen hier oben schon die erste Aktivitäten zwischen den Supports. Leichtes Gangbang. Da sehen wir kurz anfissen, dann wieder zurück. Schnell sich ein bisschen spüren und dann gerade wieder weiter. Auf der Bottom Lane wird der Task ziemlich schön harassed. Ah, der wird brüllen jetzt in den ersten paar Minuten. Ich glaube, das war eine sehr gute Entscheidung von den Danish Bears. Gewusst, einer wird alleine auf der Offensive, werden keine Dual Lanes machen, dann ist Queen of Pain ganz viel angesehen. Ja, vor allem können sie auch viel aggressiver gehen mit dem Slardar und dem Winter Wyvern. Stimmt, ja. Das Back wird es auch nicht ganz sehr lustig haben. Die haben wir ein relativ ausgeglichenes und obendran erste Aggressionen am Loswerden zwischen dem Winter Wyvern und dem AA. Der Buff liegt auch drauf. Oh, es gibt einen Dive. Schokolade. Salve wird gezündet und Healing Bomb trifft Speck. Alles Speck ist pretty low, aber er hat noch einen Salve, was sich kann zünden. Okay, sehen wir es gerade. Invisibility. Mach mal reinlaufen, ein bisschen Präsenz markieren und dann wieder weg. Oh, Winter. Oh, da der. Invisible Rune. Der Disruptor ist in einer ganz blöden Position. Safe Word wird gezündet vom Dazzle. Und vielleicht gibt es nochmal einen Kill vom Slardar. Der wird wahrscheinlich nicht diven, er hat sich anders überlegt. Ich glaube, eine schlaue Entscheidung. Und so geht es First Blood an die dänischen Bären. Ich hätte es riskiert, ich wäre voll drauf.
Ich bin ja deswegen so scheiße im Spiel. Ja, das wäre machen und dann überlegen. Das ist die Devise. Ja, das ist mir bekannt. Der erste Schlagabtausch zwischen Wind Ranger und Templar Assassin. Denied. Da kommen wir Pings raus. Ja. Wir können mal kurz einen Blick auf die Last Hits legen. Im Moment am Führer Queen of Pain und TA. Wobei TA und Wind Ranger gleich auf sind. Also sehr ausgeglichen das Matchup. Und der Task, ja, er lebt noch. Und hat schon Level 4 erreicht. Er hat einfach nichts. Und hat so keine Farm, aber gut. Ja, aber das ist nicht so entscheidend. Er hat seine Bottle bekommen. Das heisst, jetzt kann er sicher gut auf der Lane bleiben. Ah, dann ist er nicht gesehen. Dann ist er doch zu etwas gekommen. Ja, er sieht, dass Queen of Pain keine Mana hat, aber bottelt ab und holt sich die 4 Minuten rum. Ah. Noch weggeschnappt. Und Top Rune geht dann TA. Ah, jetzt können sie auf den Task gehen. Wenn sie richtig Balls zeigt. Ja. Oh, und das zeigt sie, wie es aussieht. Oh, Double Damage. Das frisst richtig rein. Ja. Oh, und ich glaube, er tickt nicht weg. Nein. Oh. Er hat noch Bottle Charge gehabt. Aber das könnte, glaube ich, noch knapp werden. Nein, er überlebt es. Er überlebt es. Das ist kalkuliert. Ein Schlag. Kalkuliert auf der letzten. Regt mich gerade auf. Ja. Das ist schade gewesen. Ace hat sich gedacht, ja, dass das wahrscheinlich lange wird. Und jetzt sind es obendrauf das Vierte. Aber sie sind gesehen worden von dem Observer Ward. Und jetzt kehrt jetzt vielleicht das Blatt. Ist da jemand out of position? Wind Runner geht wieder zurück in die Mitte. So weit sehr ruhig in den ersten 5 Minuten. Oh. Moment, vielleicht Die tasten sich noch an. Genau. Kann man gut sagen. Ein bisschen antasten. IED spielt sehr vorsichtig. Aber das sollte jetzt auch, sie können nicht wirklich aggressiv spielen. Und müssen dann halt einfach irgendwie Space createn mit den Supports. Und jetzt sehen wir den ersten Angriff auf das Back. Und das Back geht down. Also sehr schön ausgeführt. Initiated. In bis Rune schnappt sich der Task. Top Rune geht an TA. So, und da sehen wir den Death Squad. Ja, können wir den Sprint wieder so, vom Slardar. Stun. Healing Bomb. Und weg. Es wird farmen. Wahrscheinlich, wenn du halt einmal Blut gelegt hast, dann willst du noch mehr. Und ich glaube, der Disruptor sieht ziemlich tot aus. Und vielleicht gibt es noch einen Tower Push. Dazzle TP zurück. Top Tower is under attack. Sieht sich in einer schwierigen Position. Mana tanken und live. Ja, das ist relativ einseitig, aber es kann sich alles noch kehren. Ja, die haben so eine schöne Ausführung bei Danish Bears. Aha. Mitte wird's. Ah, doch nicht. Auch nur anfisten wieder. Gegenseitig betatschen. Ja. Schau, ob es noch anderen gefallen hat. Ja, dann drei. Aber, ich muss schon sagen, jetzt nach diesen 7-8 Minuten sind die Däner richtig am dominieren. Ich weiss nicht, vielleicht sind es nicht Däner, vielleicht sind es einfach. Vielleicht sind es einfach dänische Bären, die in die Schweiz eingereist sind.
Kann auch sein. Nein. so dänische Flüchtlinge, die irgendwie. Ja. Wirklich? Ja. Kann man gut vorstellen, dass sie ja die Gelegenheit nutzen. Ja, mit der deutschen Bahn in die Schweiz. Nein, wir sollten nicht politisch werden. Ja, stimmt. Keine Ahnung, aber das, ja, gut. Ah, das Lader schnappt sich alles. Ich glaube, der TA hat da ein Haste Rune und das garantiert ihr sicher einen Kill. Auf dem E. Ja, ey, geht down mit Butter. Ja. Es scheint so, als hätte es keine direkte Antwort parat. Nein, muss ich ja zugeben. Idee. Also, probieren noch ehrlich gesagt nicht gross etwas. Sie versuchen sich einfach zu verteidigen. Ja, und jetzt sehen wir wieder, wird es wieder einen Dive geben, sehr wahrscheinlich schon. Dyer's bottom tower is under attack. Sind sich das anders überweit, doch nicht? Die Ice Shards sind ein bisschen daneben gegangen. Aber ich glaube, der Slardar kommt weg, oder sie versuchen reinzugehen. Er hat das Back noch aufgesammelt. Und jetzt kommt Queen of Pain mit einem sehr schönen Ulti. Task geht down. Also 2 für 1. Oder wenn sie noch mehr? Sehr wahrscheinlich nicht. Ja, aber ich glaube, sie holen sich sicher den Tower. Sehr schön da, Cold Embrace vom Winter Wyvern. Kann man schön die Tower pushen. Nicht so wie du. Du hast nur rechts geklickt, das ist das Einzige, was du hast. So, das Back ist in die Mitte rotiert. Das Ladar zusammen. Über die Items haben wir noch nicht gesprochen. Queen of Pain wird da Orchid geht, um noch aggressiver können zu sein. Ist da in den Bäumen am Hängen. Und wird jetzt entdeckt und angejumpt von der Queen of Pain. Und Mitte geht es auch zu und her, also es gibt eine Pause. Task geht down, Speck zündet das Ulti. TA wird da in Sicherheit gebracht für den Moment. Und da kommt ziemlich viel Damage vom Winter Wyvern. Und Pop ist auch wieder da. Dazzle zündet Grave. Und da geht praktisch das ganze Team down, wenn man den AA mitzählt. Und der Tower wird auch noch schwingend down. Also das gibt einen ziemlich grossen Swing da für die dänischen Bären. Ja, das sagt auch der Graf. Also nach 10 Minuten, ja. Ja, Zane K. Lead. Und jetzt noch Regen Rune. Das darf es natürlich immer geben. Und einen Rush gibt es auch noch, weil gerade Sonntag ist. Schön ist das gemacht. Ja, aber sie ahnen es auch, eine unglaublich schöne Yard, aber es gibt kein Follow-up. Nehme ich an, ja, sie wissen, dass sie da nichts machen können. Und nutzen die Gelegenheit, um ein bisschen aufräumen. Wards aufräumen. Ah, oh, jetzt geht es noch auf noch mehr Aggressivität mit dem Blinkdagger für Schokolade. Also vom Slardar dem Fall. Genau, ja. Das wird. Ja. So, gut. Slardar und Link, Kollege, vorbei. Ja, sie Radiance haben jetzt sehr viel, mit dem sie schaffen können. Ja. Die drei Cars von den Danish Bears, die sind an der Spitze. Genau, sie sind auch sehr mobil. Ich meine, zumindest 3 haben einen Blink auf Lager. 3 Heroes. Und das ist die Cars. Das, also, werden es richtig schwer haben, EED. Ja. Aber man darf nie irgendwie zu früh etwas callen. Also es ist gut möglich. Da TA wird gerade wieder zurückgeschickt vom Disruptor. Also der Tower wird es nicht so easy aufgeben. Sie verwünscht glaube ich noch das Becky.
Ja, Back Anton nicht, aber er wird ziemlich schwer, glaube ich. Das Backdown zu kriegen, vor allem ist auch der Task in der Nähe. Aber mal schauen, jetzt mit dem Slardar. Slardar ist unterwegs. Ja. Oh. Ja, ja. Dann ist nur eine Frage. Ist nur eine Frage, wie heiss das, das Messer ist, das durch die Butter durchgeht. Ja. Ist jetzt ein bisschen überlegen, hä? Nein, die ganze Zeit Schokolade im Kopf. Ah, Schoki, ja. Oh, Task. Ja, geht auch da in der Mitte. Im Moment relativ einseitig. Es wird schwierig für IED da zurückzukommen. Relativ ist gut. Es ist immer alles relativ. Windranger hat auch noch nicht so viel. Wird wahrscheinlich auf den Blink gehen. Oh, in der Mitte haben sie noch den EE geschnappt. Ist EE überhaupt Level 6? Ich habe mich eben schon gefragt. Ich habe mich schon gefragt, wo das Ulti von dem bleibt. Aber bis jetzt habe ich. Also, das ist auch nicht einfach. Er ist eigentlich nur am Weg laufen. Ja. Seit er auf der Map ist, ist er nur am Weg laufen. Ja, gut, es sind wirklich von Minuten 0 ab. Ja, ich finde, er steht da ziemlich gefährlich. Das Lager muss nur reinblinken. Ja. Aber sie sind bereit, ein schöner Bait gewesen. Wo ist der Buff? Wo bleibt der Buff? Und jetzt Winter's Curse. Wird genutzt, um den EE down zu kriegen. Ich habe ein bisschen den Buff vermisst. Das Larda wird aber down gehen und ich glaube, das ist ein guter Trade, den sie annehmen. Aber es ist noch nicht fertig. Das Larda für Spec und EE. Auch kein guter Trade. Also wirklich sehr schöne Combo von den Danish Bears. Ja, ich meine, nach 15 Minuten haben sie 5 Towers. Also, ja. Ihr seht auch, der letzte Kampf ist zwar eigentlich ein positiver Exchange gewesen für EED in Gold und auch XP. Ich bin den Slard bekommen. Ja. Der hat, glaube ich, bis jetzt noch 500. Keine Kills irgendwie abgeben. Ah doch, eigentlich. Wahrscheinlich beim Top Tower. Ja, ich glaube, ihr Ziel ist klar. Ich glaube, sie können auch. Ich bin gespannt, ob sie jetzt schon irgendwie High Ground gehen. Jetzt sind vielleicht Full Mana, live, also sie könnten es versuchen. Ich frage mich, haben sie einen Mac auf dem Winter Wyvern? Nein, aber dafür einen Blink. Also. Jetzt. Ah, Aegis ist draufgegangen, glaube ich. Ich weiß, es ist im letzten Nein, Fight. Queen of Pain hat es noch. Ah, Queenie sie haben es noch. Ja, ich hätte es voll vergessen, ehrlich gesagt. Und da finden sie noch einen schönen Stack im Wald. Ja. Ich finde alles möglich, aber jetzt ist es abgelaufen. Ja, tschüss mit den Nüsse. Ja, das Back ist jetzt sehr auf ein sehr defensives Bild gegangen. Mit Urn of Shadows. Gut, er hat auch eine üble Laning Phase gehabt. Und dann sehen wir Smoke Action von den EED. Sie werden, glaube ich, niemanden gefunden dort unten. Nein. Ich weiß nicht, ob sie gesehen worden sind. Wards sehe ich gerade keine. Gut. Ja, die Wards sind in der oberen Hälfte eigentlich. Ja, ziemlich aggressiv das platziert. Ah, gut. Gut, sie haben logisch überlegt. Oben ist nichts, also müssen sie unten sein. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass nur der letzte Tower wendet. Aber der wird jetzt auch dran kommen. Und jetzt nehmen wir TPs. Ports unten rein. Ahnt nicht, dass das vielleicht ein Bait ist. Aber mal schauen, ob es langt. Disruptor hat sein Ulti gezündet. Winter Wyvern auch. Und jetzt kommt das EE-Ulti. Und da können wir. Entschuldigung, weiter zum Markt.
Task got down. Oh, Slardar ist zurück. Geklimpt worden. Ja, das kann ihm zwar. Das passt ihm, glaubst du, zwar. Schnell Kill. Den Kill machen und wieder abhauen. Ja, aber er hat keine bekommen. Er hat nur ein bisschen abgefistet. Fuck-hittet. Ja. Ich glaube, er hat wählen, aber ja. Heute ist Interruptus, Kollege. Force Stuff. Also, er ist sehr mobil. Illusion! Ja, so ein Leonardo DiCaprio. Catch me if you can. Gut, das habe ich da noch nie gesehen. Force Stuff, ja. Lana. Gut, schau, ob da der Wind Survival drunter kommt. Wind Ranger ist da am Chasen, aber es wird nichts. Da werden die Illusions geschickt. Ah. Ice Shards und Shackle. Aber Forest. Die hat relativ aggressive Wards gestellt. Sie wissen ja nicht mal, was abgeht, ihren eigenen Wutz. Ja. Wie wählt es denn raus? Ja, aber sie haben noch ihre Racks. Also. Ich nehme an, dass Danish Bears die warten auf den nächsten Rosh. Dann noch mehr Armor Reduction. Der TA. Sitzt der Tier Ice Tower Kate sind, sind es nur noch auf ihrer Hälfte. So richtig am Dominieren. Also sie haben null Farm, richtig null. Ja. Also spätestens jetzt ist vorbei, glaube ich. Prophezeie das. Oh nein. Es ist nie vorbei. In einer 3,3 MMR. Ich bin aus Erfahrung, weißt du? Spätestens jetzt gibt einen auf, der 3,3 MMR hat. Nein, jetzt kommt der jetzt Flame. Grad, jetzt ist vorbei. Ah ja, stimmt, jetzt kommt zuerst der Flame und dann wird gebrüllt und dann fliegt. Aber zum Glück haben wir da das Turnier am Laufen. Ja. Sie sind einfach null Vision, sie. Sie können einfach nicht raus, wenn sie wenigstens einen Ward hättet oder ja, zwei. Ja, es wird auch schwierig, also Dazzle hat Gem. Ich glaube nicht, dass sie gut können aufräumen. Oder, ja, auch wenn sie sich gut positionieren, ist es nur eine Frage von der Zeit, bis sie wieder die Ward. Ich meine wirklich, die zwei Wards jetzt da in der Mitte und ohne, die bringen jetzt aber nichts. Wie meinst du jetzt? Also es ist wirklich jetzt ja, die unter von Eidi. Ah, ja. In der Mitte. Und ohne. Die laufen jetzt aus, ohne dass sie es brauchen. Oh, jetzt hat einen Kill gegeben. Haben wir gerade irgendwie verpasst. The bottom lane. Windranger ist picked worden. Du solltest weniger über Wards reden. Was ist? Du und Wards. Wenn du mal Support spielst, dann kaufst du trotzdem dann nicht. Wieder wieso. Wenn du gewinnen willst, musst du auf Raptor gehen. Keine Zeit für Wards. Aber TA ist jetzt auf den gegangen, der so. Das heisst noch mehr. Aber jetzt hat es schon vorher gekommen. Oh mein Gott. Zwei Hits braucht es. Vom Slardar und von der TA. Also sie hat schon vorher gekommen, vor etwa 5 bis 10 Minuten. Ah, oder 5 bis 8. Oh, wenn's. Und jetzt geht sie wahrscheinlich das MKB. Dann ist ja voll verpennt. Ja, und um da irgendwie einen Counter haben, gegen die Windranger. Aber, dann heisst es wirklich Butterzeit. Ja. Also, sie kommen jetzt schwer aus ihrer Base raus und, schön farm. Genau, Task at Shadowblade. Dire's bottom tower is under attack. Versucht da etwas abzutasten und eben sie wartet da auf den Rosh, wo jederzeit jetzt spawnen wird, also nächste 5 Sekunden. Wusstet ihr? Ich nein! Nie eben, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt doch. Du hast recht gehabt, Kollege. Ich habe keine, ohne Scheiße. Ich weiß heute noch nicht, wie man das die Uhr. Also 8 Minuten zuerst. Ich bin eher der digitale Typ, würde ich sagen.
Also die ersten 8 Minuten sind fix und nachher werden die nächsten 4 Minuten werden random. Ah, der Rost hat auch schon bessere Zeit gesehen. Was ist denn da los? Er ist gerade heimgekommen und dann wirst du schon wieder weggeschickt. Ja. Ja. Ja, das. Ja. Du brauchst nur eines ist Aegis. Vor allem, ich frage mich, was ist das Aegis im Dota-Universum? Ist das dein Herz oder? Weiß auch nicht. Ja, das sind so Dragon Balls, weißt du? Das sind Dragon Balls. Oh, da sehen wir Initiation, Spec got down, Disruptor, schönes Ulti, Buyback for the Spec, ey, Ulti ist drückt rein. Also sie schaffen es da gut zu defenden, TA ist down gegangen und jetzt sehen wir so... Ob ist das eigentlich so kam. Ja, Task ist da down gegangen. Es schafft das Nathan zu verwischen. Klimps hat nicht drauf. Eine gute Verteidigung. Es war eine sehr gute Verteidigung gewesen. Aber jetzt darf Speck ja, nicht sterben. Ich hätte es nicht erwartet. Weißt du, es ist nicht so wie bei uns, wenn du kein Buyback hast. Dass du einfach zuschaust, wie deine ganze... Das geht auch kein Buyback. Er kann sich selber leisten. Ah, nicht Current Gold. Buyback Status I. Nada. Oder werdet wieder Wurz gefarmt. Da Panic Mode mit dem Observer Ward. Neben dem Tower. Das könntest du gewesen sein. Jetzt. Oder ich. Wenigstens ist jetzt ohne Ward auftaucht. Quasi. So, jetzt. Aber der Task greift an. Und, ey, die Ulti kommt reingeflogen. Ja, das ist ein Kill. Sehr schön. Also, ich finde, IED macht das Beste aus der Situation. Sie liegt weit zurück, aber ich glaube, wenn sie so solche Plays könnte, weitermachen können, dann können sie wirklich zurückkommen in dem Spiel. Gut, du bist ein Optimist, eher ein Realist. Nein, also ich glaube, Task mit dem Shadowblade hat schon vieles gebracht. Sie haben drei farmte Cards. Wo? Also, ich möchte jetzt nicht Partei greifen, aber ja. Oh, Double Damage auf der TA. Das endet schlecht. Und Dazzle wird vielleicht down gehen. Ja, sehr wahrscheinlich schon. Aber haltet ziemlich viel aus. Und jetzt kommt der Slardar rein, greift den Task an. Armor Reduction ist schon draussen. Queen of Pain greift unten den Wind Ranger an. Und ja. Sound of Orchid poppt. Oh. Ziemlich in Schwierigkeiten da. Speck hat einen TP, beziehungsweise. Greift da weiterhin irgendwie den mit Wyvern an und jetzt wird das Spiel gekippt. Mal schauen, ob sie es schafft, wegzukommen. Ah, sie kehrt in die andere Richtung, ist aber in den Trees hängen geblieben und jetzt. Sagt auch Daddy Hallo! Das war dann. Voilà. Und jetzt ist Speck für 60 Sekunden weg. Ja, das wird jetzt ziemlich schwierig. Das Vermögen sieht auch ganz übel aus. Meine, die ersten drei Heroes sind DB. Ja, ich sag mal. Vorsprung. Zwei Rex werden da möglicherweise down gehen. Vielleicht schaffen sie es auch, das Defense. Aber ein Set of Rex ist. Ich meine, wenn sie einen guten Teamfight anbringen, hätte es vielleicht noch eine kleine Chance. Tastet sich langsam an. Queen of Pain mit Invis-Rune. Man sieht da, jeder hat mehr Kills auf der Radiant-Seite als bei Dire. Ja, und sie sind da langsam mit dem Tower testen. Ja, fällt wenige Hits. Ja, Dezo ist halt schon ein gutes Item.
besucht, Queen of Pain, ne? Ah, das ist... Dazzle wird einfach so unterschätzt. Also im Public. Ich weiß, dass du im Fliebe bist mit Dazzle. Ich bin im Fliebe. Aber du, es hat alles seine Gründe. So, jetzt sehen wir wieder Action. Oh, ich bin gerade direkt drauf. Wind Ranger kauft sich wieder zurück, ist ziemlich schnell down gegangen. Haut das Ulti raus. Quap. Zündet BKB. AA geht wieder down. Und jetzt wird das Spiel gekehrt. Ah, das ist vielleicht ein Missunderstanding da zwischen denen. Wind Ranger geht down. Und das könnte sie jetzt. Queen of Pain hat jetzt da ziemlich aufgeräumt. Und ja, wir sehen es. Good Game! Von IED! Und somit geht das erste Spiel an die Dance Bears. Und ich bin gespannt, was jetzt IED für eine Antwort hat im zweiten Spiel. Bleibt auf jeden Fall mit uns. Also, ich finde, sie sind ein bisschen outpicked worden. Haben ein bisschen die sichere Variante wollen fahren. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie erahnt haben, dass sie aggressive, mit einer aggressive Tri-Lane irgendwie auftauchen. Ja, ich glaube, das hat ihnen früher einen Strich durch die Rechnung gemacht. So, das wäre das erste Spiel gewesen und somit steht es 1-0 für die Danish Bears. Und wir machen uns auch schon mal warm für das zweite Spiel. Zuerst gibt es noch ein bisschen Pause. Wir schauen gerade, wer alles Donation gemacht hat. Eben, ihr seid immer willig, Spenden zu machen. Oder ihr seid immer eingeladen, Spenden zu machen. Es ist für einen guten Zweck in erster Linie. Das ist nur eine kleine Anerkennung, wo der Spieler zu gut kommt, der das Turnier gewinnt. Wir sind bald wieder zurück und ja, bleibt auf dem Stream.